Der Dilo. Im Grunde genommen kein sehr gutes Tier. Man kann weder auf ihn reiten, noch irgendetwas mit dem machen. Ich nenne ihn auch gerne mal Spuckdinos, denn die spucken, ja, die spielen auch gerne mal ins Gesicht. Ja, der einzigste Vorteil, was dieses Tier so mit sich bringt, ist halt die Masse, damit man auch reichlich Eier bekommt. Denn die Eier, die braucht man, um an Kilos zu zähmen oder halt den Pari oder den Gürteltier. Das ist so der einzige Vorteil, dass man ein paar mehr haben sollte. Gut, ein paar mehr kann auch die Basis schön schützen. Zähmen tut man die Viecher halt relativ schnell ohne Kippel. Am besten mit Prime Meat, so einen richtigen großen High-Level. Hat man auch in 15 Minuten dann schnell fertig. Ein High Level braucht so um die 2 bis 17 Narkotik, bis zu 70 Bären, schwarze Bären, also Narkotikbären. Und ein Low Level hat man natürlich innerhalb von ein paar Minuten schon durch. Mehr sind zu denen nichts zu sagen, ganz einfache, easy Dinger. Sehen auch nicht gerade schön aus. Ja. Simpel und easy. Dankeschön fürs Zuschauen.